Hallo und herzlich willkommen bei den Krallmanns. Mein Name ist Christian und ich möchte euch heute einen kleinen Snack aus längst vergangenen Tagen vorstellen, die Karlsbader Schnitte. Bleibt dran, gleich geht's los nach dem Intro. Ja, die Karlsbader Schnitte ist eigentlich ein überbackener Toast. Ich habe etwas recherchiert und habe verschiedene Variationen gefunden. Ich möchte euch heute gern meine Variation vorstellen. Und alles, was ihr dazu benötigt, seht ihr hier. Ihr braucht als erstes eine Scheibe Toast. Ihr könnt aber auch eine Scheibe Mischbrot dafür hernehmen. Ihr braucht etwas Tomatenmark. Dieses vertrage ich leider nicht. Ich nehme alternativ Ketchup. Als drittes braucht ihr eine Scheibe Schinken. Weiter braucht ihr noch eine Scheibe Käse. Ich habe mich für jungen Gouda entschieden. Ihr könnt aber auch anderen nehmen. Und zu guter Letzt etwas Paprika-Edelsüßgewürz. Dieses könnt ihr ganz zum Schluss auf eure Karlsbader Schnitte zur Verfeinerung streuen. Lasst uns nun unsere Karlsbader Schnitte zusammenbauen. Ihr nehmt euch euer Toastbrot oder Mischbrot und bestreicht dieses mit Tomatenmark oder, so wie ich, mit Ketchup. Könnt ihr ruhig etwas großzügig sein. Dann legt ihr eine Scheibe Kochschinken darauf. Und nun die Scheibe Käse. Und fertig ist der Lack. Und damit die ganze Familie etwas davon hat, habe ich ein paar Karlsbader Schnitten mehr zubereitet. Das Ganze geht jetzt in den Ofen. Dafür müsst ihr euren Backofen auf 200 Grad vorheizen. Ihr könnt Umluft einstellen, Ober- und Unterhitze, ist völlig egal, für ca. 5 Minuten. Und die Karlsbader Schnitten sind fertig, wenn der Käse sich leicht goldbräunlich gefärbt hat. So. Ich glaube, unsere Karlsbader Schnitten sind fertig. Der Käse hat eine schöne Färbung. Holen wir sie jetzt raus. Und zu guter Letzt bestreue ich die Karlsbader Schnitte mit Paprika Edelsüß. Und fertig ist sie. Und wer es etwas pikanter mag, der kann sich etwas Worcestersauce darüber träufeln oder wie wir zu sagen pflegen, Worcestersauce. Probiert's gern mal aus. Ich wünsche euch guten Appetit. Und wenn ihr andere Variationen einer Karlsbader Schnitte habt, schreibt diese mir gern unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet, abonniert gern unseren Kanal. Vielen Dank und bis bald. Tschüss, die Krallmanns.